Einen wunderschönen guten Morgen, mein Lieben. Mein Name ist die Außenkryptografie. Wie einige vielleicht mitbekommen haben, ich war die letzten 2 Wochen nicht da, ja, was die News angeht, denn ich war in China, in Peking unterwegs, meine Familie dort besuchen nach 4 Jahren endlich mal wieder, ja, nachdem diese ganzen Corona-Geschichten vorbei ist. Und ich werde dazu noch eine Extrasendung heute im Laufe des Tages machen, meine Eindrücke dort und vor allem auch was Krypto angeht, kann ich euch empfehlen, wenn ihr mal ein paar, ja, sag ich mal, persönliche Eindrücke statt von irgendwelchen medialen Seiten das bekommen wollt. Und ja, kommen wir zu den eigentlichen Sachen. Ich denke, in den letzten 10 Tagen habe ich einiges an News verpasst. Ja, das Größte ist natürlich diese Ethereum Unstaking Upgrade, was an sich, soweit ich mitbekommen habe, über die E-Mail-Newsletter, das war das Einzige, worauf ich Zugang hatte, dass alles glatt durchgelaufen ist, ja, und dass praktisch alle Befürchtungen in der Hinsicht, dass praktisch eine große Menge an der Stelle sofort geunstaked wird und dass es den Preis stürzen wird, ja, ist alles nicht eingetreten. Der Preis ist sogar noch nach oben gegangen zusammen mit Bitcoin und hat sich mittlerweile fast bei 2100 stabilisiert. Und hier ist nochmal eine gute Zusammenfassung von Hil Dobby, der ist der größte oder der bekannteste Dune Analytics-Ersteller. Und das ist ja alles gut zusammengefasst, ja, was in den letzten Wochen passiert ist, in den letzten 7 Tage. Und dass an der Stelle zum Beispiel auch teilweise bei den zentralisierten Exchanges vieles Unstaking, wie man es nennt, Reshuffle stattfindet. Ja, und das Ganze hat eben auch damit zu tun, dass insgesamt bei Kraken zum Beispiel unter anderem diese ganzen SEC-Geschichte im Hintergrund läuft, ja, weil SEC hat ja vor, das war noch bevor ich weggefahren bin, Kraken verklagt wegen deren Sparplan oder Savings-Geschichten und dahinter, ne, ist natürlich auch deren eigenes Staking-Produkt bei ETH betroffen und da eben in der Hinsicht ist eben vieles unstaked worden. Und das Ganze läuft eben nach diesem Warteschlangenmodell ab. Das heißt, das wird nicht einfach alles auf einen Schlag freigesetzt, sondern da müssen sich die Leute anstellen, ja, die Validatoren, die unstaken wollen. Und das Ganze wird einige Zeit dauern. Wohin dann die staken Yeezs hinwandern werden, wenn die einmal unstaked werden, das kann man aktuell noch schlecht einschätzen. Manche sagen, ja, wird zu vielleicht Coinbase mehr hinwandern oder einigen vielleicht zu den dezentralisierten Anbietern wie Lido oder Rocket Pool. Und dahin in der Richtung hat auch Rocket zeitlich ja ihr Atlas-Upgrade rausgebracht. Und man muss an der Stelle bedenken, auch bei den dezentralisierten Sachen, ja, wie Lido, Rocket Pool und so weiter, ist nicht auch mit dem Unstaking bei Ethereum automatisch das Unstaking mit deren Produkten verbunden. Ja, denn die müssen bei sich auch erst diesen Unstaking-Möglichkeit erst umsetzen in Form von Smart Contract. Und Rocket hat sich halt an der Stelle tatsächlich richtig beeilt und noch kurz nachdem, ich glaube vor 2 Tagen oder 3 Tagen, kurz nach dem Unstaking bei Ethereum auch bei sich das Unstaking ermöglicht. Ja, das heißt, man kann bei Rocket jetzt schon unstaken. Und bei Lido soll das in den nächsten Wochen kommen, auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass sie das eigentlich schon umgesetzt haben und nur noch in der Testphase sind oder die letzten Tests noch abschließen und Audits. Und das hat nämlich auch zusammen mit dem Atlas-Upgrade bei Rocket zu einem riesigen Anlauf an Validatoren bzw. Umbau von, ne, bestehenden. Denn vor dem Atlas-Upgrade war es 16 ETH, also genau die Hälfte von dem eigentlichen Solo-Validator. Requirement von 32 hieß, nämlich nur 16 bei Rocket, die Voraussetzung gewesen, dass man bei Rocket einen eigenen Pool betreibt. Ja. Das ist ein eigener Pool, nennt sich das, ne, weil man eben selbst nur die Hälfte von den ETH hinzugibt und die andere Hälfte von den Leuten, die nicht selbst Node betreiben wollen, hinzukommen. Ja. Und mit dem Atlas-Upgrade reduziert sich eben diese Anforderung nochmal um die Hälfte genau. Das heißt, man kann bei Rocket aktuell, wenn ihr die Hardware zu Hause habt, ja, und wollt, schon mit 8 ETH einen eigenen Pool aufmachen. Ja. Das ist wie ein richtigen Validator. Nur, dass die restlichen 24 Is von irgendwelchen anderen Leuten kommen, die, ne, an der Stelle nicht selbst einen Node betreiben wollen. Hat eben einen großen Vorteil, dass wenn man nicht auf 32 hochrechnen würde, man insgesamt viermal so hoch die Wahrscheinlichkeit hätte. Also wenn ihr 32 Is tatsächlich selbst einsetzen wollt, könnt ihr damit 4 Mini-Pools aufbauen und damit gleichzeitig viermal so viele theoretische Chancen haben, ein Block Proposal zu machen. Ja, ein Block Proposal heißt natürlich, ne, viel höhere Rendite für euch. Und das sieht man auch hier an den Zahlen. Ja, das war vor dem Atlas Upgrade, da waren 18.000 ETH, ja, die in den großen Pool gewartet haben. Das heißt, da waren nicht genügend Leute da, die Node betrieben haben, um diesen Pool. Ja, das sind praktisch Leute, die nicht selbst betreiben wollen. Die haben ihr ETH hinterlegt, ne, warten da drauf, um in irgendwelchen Pools zu landen. Und sofort nach dem Atlas-Upgrade ist es komplett auf null, fast runtergegangen, nur noch 8 ETH übrig. Ja, und diese 18.000 ETH ist genau hier oben hingewandert, nämlich Mini-Pools. Das heißt, das sind die ganzen Leute, die, ne, von 8, 16 ETH auf 8 ETH runter umgestiegen sind.
oder eben auch dabei sind, neuen Node aufzubauen und da eben nicht genügend aktuelle Leute da sind, um ETH bereitzustellen, damit die ihren Pools füllen können. Ne? Und das zeigt einfach, dass da eine ziemlich gute Dynamik dahinter ist und auch ein Produkt erzeugt worden ist durch Rocket an der Stelle. Man muss aber denken, dass durch diesen Minimierung der Mindestvoraussetzungen natürlich auch die Nachfrage nach dem RPL nach oben, also das Rocket Pool Token, ja, nach oben gegangen ist, denn für die, das, was man sich praktisch von anderen Leuten leiht, ja, diese 32 ETH, dann zusätzlich, die 24 ETH, die man sich leiht von anderen, um auf die 32 zu kommen, dafür muss man 10% des gleichen Wertes, ja, nicht an der Anzahl der Token, sondern des Wertes, und je höher natürlich der ETH-Wert, desto höher ist natürlich der Dollar-Wert, die muss man in RPL-Token aufbringen, ja, und in den Pool reinstecken, um sozusagen als Sicherheit dafür die Leute, die nicht selbst die Node betreiben und nach dem Motto, hey, ja, ich werde mich ordentlich verhalten mit euren ETH und dafür bürge ich, indem ich den RPL-Token kaufe und entsprechend stake. Ja, das ist also die zusätzliche Voraussetzung, die höher geworden ist, wie vorher bei den 16 ETH. So, kommen wir zum nächsten. Wir haben gestern einen Stream gehabt, oder vorher, ich bin mir gar nicht mehr sicher, von der Anhörung in USA. Nämlich Gary Gensler musste Rede und Antworten stellen, aber also insgesamt mein Eindruck, ich habe mir tatsächlich das Ganze von Anfang bis Ende reingezogen. Lustigerweise war das in meinem Zwischenaufenthalt in Doha gewesen und ich hatte da nicht viel zu tun und ja, habe mir das einfach als Stream mal reingezogen. Und das war aus meiner Sicht mehr oder weniger einfach nur, ja, eine Show, ja, eine Show für die breite Bevölkerung, die, ja, meiner Meinung nach einfach an der Stelle immer noch sehr, sehr wenig im Durchschnitt von Krypto Ahnung hatten, ja, weil da waren sehr, sehr viele auch politisch und parteiischen Sachen dabei gewesen, die Republikaner greifen die Demokraten an, die Demokraten wieder die Republikaner, und war auch nicht alles um Krypto herum, sondern auch um traditionellen Finanzindustrie war auch vieles dabei, ja, SEC ist ja nicht nur für die Krypto zuständig. Und da hat unser guter Blocktrainer nämlich das hier geschrieben. Ja, und das fand ich überhaupt nicht in Ordnung. Erstens, das klingt nach mein Eindruck davon, das wurden nur ganz, ganz kleine Ausschnitte herausgenommen. Ja, das ist natürlich auch das ein Stück vom Video, was sehr, sehr stark verbreitet wird. Ja. Aber das wird ein Stück herausgenommen und sagt, hey, dieses ganze Konzert, ja, das war ja fast 2 Stunden gewesen, war einfach nur ein Prater von Ethereum Befürworter veranstaltete Show gewesen, um Gary Gensler auseinanderzunehmen, ja, und dass er an der Stelle eben nie die Zeit hatte, wirklich auf die Fragen von den Leuten einzugehen, nämlich hätte er die Zeit gehabt, ja, hätte er ordentlich begründen können, und das ist nämlich das, was der Blocktrainer sagt, er hätte die Zeit gehabt, ja, alles ordentlich zu begründen und am Ende vielleicht, ne, sogar die Antwort ja oder nein gegeben, und das war nämlich gar nicht so gewesen, ja, es war, wenn ihr euch anguckt, das war, ich glaube, in 10 oder 12. Minute bis 16. Minute oder sowas, also das waren die 5 Minuten, wo er tatsächlich unter Druck gesetzt worden ist, ja, mit dem ja oder nein Antworten, ob ETH ein Community oder ein Security ist. Ja. Und danach war auch die, ich glaube, Miss Water oder so, das ist die Veranstalterin, die dort verantwortlich ist, die hat auch nochmal gesagt, ja, sollte er nochmal abschließend dazu seine Meinung dazu sagen. Und da hat er nochmal circa 2 Minuten drum geredet, ja, was er dafür hält, was er davon hält, ja, ob ETH ein Security ist. Nämlich, dass er sagt, ey, es gibt genügend Hinweise darauf oder, sag ich mal, Regulation. Ja, und das sind 30 Stück und noch mehr Kriterien, nach denen man theoretisch beurteilen könnte, ob ein Asset ein Security oder Commodity ist. Ja. Aber ich meine, wenn es wirklich so klar wäre, ja, könnte er einfach sagen, ja oder nein. Ne? Und es wurde ja auch schon mehrmals von anderen Leuten angefragt und auch von Unternehmen und so weiter. Und da hat er nie eben dazu Stellung genommen. Ja. Und das ist eben das die Art und Weise, wie die SEC aktuell verfährt. Ja. Und da ist wahrscheinlich auch in seinen eigenen Reihen Leuten dabei, die bei der SEC selbst arbeiten, die gesagt haben, das ist nicht so in Ordnung, ja, was die machen. Denn die SEC, deren Aufgabe ist es ja eigentlich, das Regelwerk aufzustellen, ja, aber nicht das Regelwerk zu enforcieren, also durchzusetzen, ne? Aber das ist genau das, was die aktuell machen. Die stellen kein richtiges Regelwerk auf, was schon vor allen Seiten gefordert wurde und ganz klar, vor allem in der Kryptoindustrie gefordert ist, ja. Nämlich, wie man genau beurteilen soll, ob ein Kryptoprodukt ein Security, also eine Sicherheit ist, oder ein Commodity, ein Ware ist, ja. Und da das eben nicht da ist, diese klare Sicherheit, nicht Sicherheit, aber Regelwerk, können die eben diese ganzen Enforcement Action machen, ja, nämlich Leute verklagen, wie die zum Beispiel jetzt auch Bittrex wieder verklagt haben, ja, weil Bittrex angeblich Dash und
noch irgendwas angeboten hat. Das ist schon 7, 5, 6, 7 Jahre alt, ja, diese beiden Token. Und es wurde noch nie beanstandet. Und selbst hier, ja, seht ihr, die greifen nicht an den großen Exchange. Das wird auch bei Coinbase angeboten. Ja. Die greifen an der Stelle nicht Coinbase an. Ja. Aber die greifen Bittrex, irgendeine unbekannte letzte Hinterdorf Exchange an und sagt, hey, ne, ihr bietet das als Security an, ja, Strafe zahlen. Ja. Das ist genau das, wie man sagen. Strafe zahlen, ne, oder Settlement. Ne. Das ist selbst, was Kraken auch gemacht hat. Er hat zig Millionen an Strafe einfach gezahlt, um das Ganze zu settlen, statt das vor Gericht zu bringen, weil vor Gericht, ja, dauert es ja eben ewig und ne, da, die Ausgänge sind eben unklar. Und ja, also an der Stelle, das ist meine Meinung zu dieser ganzen Geschichte, ist einfach eine Show gewesen. Und kommen wir zum nächsten. Wir haben mal 100 Finance einen sehr, sehr ausgeklügelten Hack gehabt, ja, vor 2 Tagen. Und in diesem Thread ist tatsächlich richtig gut erklärt. Ich habe sehr, sehr lang gesucht, auch selbst von den Seiten, die Security-Seiten wie PackShield und so, ist das alles nur bedürftig erklärt. Und hier ist das sehr, sehr gut erklärt. Und das Ganze hängt damit zusammen, mit zwei unterschiedlichen Aspekten zusammen. Das eine der großen Sachen ist, dass 100 Finance ein Fork ist von Compound. Ja? Und bei Compound, das wurde auch vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen bekannt gegeben, bei Compound in der uralten Version, was auch AWV1 tatsächlich genutzt hat, ja, nicht in der aktuellen Version, aber in der früheren Version, gibt es tatsächlich an der Stelle einen Fehler. Ja? Und das ist die eine Seite von diesem Hack. Und das andere ist, bei diesem Hack, das ist so komplex und die Summen so groß, ja, dass da an der Stelle ein falscher Rundungsfehler drin ist. Und da wurde praktisch das 1,999, was nach dieser Multiplikation plus Division entstanden ist, fälschlicherweise nach unten gerundet, ja, nämlich auf 1. Und das, diese beiden zusammen Aspekte wurden nämlich von dem Hacker ausgenutzt, ja, in dieser eine Transaktion, der hat nämlich, ne, das hängt natürlich auch mit dem Umstand, was natürlich nicht Teil des, sag ich mal, programmiertechnischen Hack, sondern das Markt der Bedingungen da ist, dass nämlich keine Liquidität auf der Plattform auf Optimism da war, ja, nämlich als Umstand zusätzlich hinzu hat er das ausnutzen können mit 200 Bitcoin, ja, nämlich rein, neues Bitcoin minten und dann wieder abgezogen, fast alles nur auf 2W, auf 2W, nicht GW, ja, W ist praktisch die kleinste Einheit und dann eben mit 500 Bitcoin nochmal rein, um den Preis aufzupumpen und dann konnte er mit diesen 2W, was praktisch wertlos ist, also weniger als 1.000 Cent, ja, konnte er sich dagegen 1.000 Is ausleihen auf einmal und da, danach hat er nämlich diese Rundungsfehler dann ausgenutzt, nämlich ne, die Hälfte, nicht diese 1,999, sondern eigentlich müsste er 2 komplette bezahlen, hat er aber nur 1 bezahlt, also praktisch nur die Hälfte, um das Ganze wieder rauszulösen und damit seine Position aufzulösen. Ja, das heißt praktisch nur 50% von den Kosten, also eigentlich überhaupt nicht vorhandenen Kosten, aber davon eben nochmal die Hälfte nur benutzt, um seine Position aufzulösen. Also ist schon richtig ausgeklügelte Sache gewesen und da kann man sehen, wie mittlerweile die Hacker drauf sind. 100 Finance hat an der Stelle schon zweimal den Hacker kontaktiert, hat bislang nichts gehört oder keine Antwort gehört. Ich gehe zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, weil es auch schon mittlerweile 2 Tage her ist. Zumindest ja, nicht die Chance nicht so gut für 100 Finance. 100 Finance ist tatsächlich schon eine ältere Plattform, habe ich früher auf meinem Kanal auch selbst vorgestellt. Und ja, kommen wir zum nächsten. Wir haben bei Obol. Obol Network habe ich schon früher ein paar Mal in meinen News berichtet. Das ist eines der vielversprechendsten DVN-Lösungen, dezentralisierten Validatoren-Netzwerk. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, dass es, wenn es ausgereift ist, aktuell, wie gesagt, nur im Teststadium, aber es ist in einem Live-Teststadium. Das heißt, ihr seht hier unten, auch sind die zukünftigen Partner, die aktuell in der Phase mit denen zusammenarbeiten wollen. Und ich kann mir gut vorstellen, ja, dass der DVN auch bei Lido und Co. Eingesetzt wird, ja, früher oder später, weil das eben dazu führt, dass die Validatoren an der Stelle viel, viel, sag ich mal, zuverlässiger arbeiten. Ja, man braucht dann nicht mehr einen einzigen Maschine, ja, der richtig arbeitet, die das ganze Attestation macht und natürlich auch Block Proposal, sondern man kann zum Beispiel ja, mehrere 3, 5 oder 10 oder 100 Rechner ja, auf der Welt verteilen, die zusammen wie einen einzigen Knoten, wie eine einzige Maschine arbeiten. Ja, und das ist natürlich super gut. Ja. Ich meine, selbst wenn ne, in einem ganzen Land Stromausfall wäre, ja, wie in Deutschland oder ne, Russland oder sonst wo, wäre ja dann noch genügend andere Rechner überall auf der Welt vorhanden, die zusammen ja, wie ein richtig funktionierender Knoten arbeiten würde. Ja, und das ist diese DVN. Und da könnten wir zum Beispiel auch beim Crypto-Café sowas aufbauen. Ja, theoretisch, wenn es ausgereift wäre, dass wir sagen, hey, ja, wir sind 10 Leute, wir wollen zusammen 1 oder 2 Knoten betreiben. Wir machen das über DVN-Lösungen. Ja, jeder trägt ein minimal, zum Beispiel ein ETH, ja, wäre bei 10 Leuten, nee, nicht ganz, 3 ETH, ja, wäre dann praktisch der Einsatz von jedem Einzelnen.
Und da könnte man einen dezentralisierten praktisch Validatoren-Knoten, einen einzigen Knoten aufbauen darüber. Also auf jeden Fall soll man im Auge behalten, obwohl. Und das ist das Nächste, ja. Wir hatten in den letzten Tagen ziemlich Pump bei den Meme-Coins gehabt, ja. Und da allen voran natürlich diese ganz PP-Geschichte. Ich weiß gar nicht, wo das gekommen ist, weil, na, wie gesagt, war ja nicht da. Und hier sieht man, ja, die größten Volumen war in dem PP-ETH-Netzwerk und Wojak, ja. Wojak ist dieser Strichmännchen, der teilweise ausflippt. Und da an der Stelle gibt es einen einzigen Bot, ja, der gekommen ist und der tatsächlich nicht neu ist. Ja. Den gibt es schon sehr, sehr lange. Der heißt Jared from the Subway oder sowas in der Art. Und der hat innerhalb dieser Zeit, ja, ihr könnt ja sehen, was der Unterschied ist. Der zu dem nächsten, ja, der hat über 8, naja, nicht 80, 50 mal so viel Rendite eingefahren wie der nächstbeste Bot, ja, MEV-Bot. Das ist auch ein großes Thema in dem ganzen Space. Und was er eben gemacht hat, das meiste gemacht hat, ist in diesen Meme-Coin, ja, Pools zu arbeiten. Und da wurden, ja, auch teilweise zum Beispiel die größte, ja, Transaktion, wo dran der verdient hat, war 30.000, ja, in einer einzigen Transaktion mit nur ein paar hundert Dollar an Kosten. Und es kommt einfach dadurch, dass sehr viele Meme-Trader wenig Erfahrung haben in der DeFi-Space, denn diese ganzen MEV-Sandwich-Geschichten, ja, die kann man super easy aus dem Weg gehen, indem man entweder zum Beispiel sowas wie CowSwap benutzt, ja, die haben nämlich diese, ne, nicht On-Chain-Matching, sondern Off-Chain-Matching, oder man kann zum Beispiel auch Flash-Bots oder Flash, diese Knoten von denen benutzen, ja, da ist man auch zum Beispiel MEV-protected, oder man kann zum Beispiel einfach, ja, oh, wenn man selbst nicht das Ganze machen will, einfach Slippage, ja, auf ganz niedrig einstellen. Es gibt keinen einzigen Grund, ja, das ist, was ich immer sage, Slippage auf automatisch zu lassen, ja, was leider Gottes bei sehr vielen Plattformen die Voreinstellung ist. Und diese automatische Auswahl kann eben dazu führen, dass MEV-Bots einen sehr, sehr stark sandwichen und davon sehr viel Geld abziehen. Und ja, der hat in den letzten 24 Stunden richtig viel verdient und aber auch dabei richtig viel Geld ausgegeben. Ja, der hat allein diese einzigen Bot, ja, 7% der gesamten Ethereum Gas Fee, die in 24 Stunden geflossen sind, bezahlt. Ja, ein von einem einzigen Bot. Und da kann man sehen, wie viel dran der verdient hat. Ja, fast 1 Million. Ja, und kommen wir zum nächsten. Wir haben NFT. Ich fand das richtig lustig, dass ich das gelesen habe, diese D-Gods-Geschichte. Ne? Die hatten ja in Paris auch so eine Party gefeiert, habe ich auch in den News drüber berichtet, wo der einen so einen Wurmtanz gemacht hat, so einen richtig schrägen Party gewesen. Und jetzt war in New York, ja, haben die auch eine Party veranstaltet und da ist halt auch sowas passiert wie das hier, ja. Nämlich da hat jemand sich extra, ja, damit er in solche Partys reinkommt, eins von diesen NFTs gekauft, ja, für 16.000 Dollar, und nur um da, ne, 2 Stunden in der Warteschlange zu stehen vor dem Club und dann, wo der dran war, zu sagen, der Club ist voll, du kannst nicht rein. Und da hat er sich sogar noch gefreut, ja, dass er Frank Degots, der das Ganze veranstaltet hat, der da rausgekommen ist und die Leute persönlich entschädigt hat, indem er gesagt hat, hey, komm, lass uns drüber gegenüber in den Park uns setzen, wo die ganzen natürlich Obdachlosen sind und so weiter. Ja, ich quatsche ein bisschen mit euch und ihr kriegt alles ein gratis T-Shirt, ja, von $20. So. Und ja, das ist so, wie man sagt, ja, wie man den Leuten richtig über den Tisch zieht, ja, und die dabei noch diese Reibungshitze als Nestwärme empfinden. Ja, gut, also NFT, das ist, aber es gibt NFT tatsächlich auch was Gutes, ja, und das hier ist meiner Meinung nach eines der am wenigsten oder am meist unterschätzten Projekte. Es kommt von Eric Worre, ja. Eric Worre ist auch so eine kritische Figur, ich finde, der ist zumindest was Wissen angeht sehr, sehr weit oben, ja. Eric Worre, Antonio Gyropoulos oder so heißt der andere, und dann gibt es noch so ein paar Figuren, ne, im ganzen Space, aber die sind nicht nur im Ethereum, sondern auch bei Bitcoin und so weiter, sehr, sehr erfahren. Und er hat dieses Projekt hier gegründet, das heißt Orb. Ne? Da gibt es einen Podcast, kann ich euch definitiv empfehlen, ist auch mit ihm, da hat er ganz ausführlich oder richtig verständlich erklärt, was mit diesem Orb geplant war, also vorgesehen ist, ja, und wie das Ganze theoretisch ausarten könnte, ja, seiner Meinung nach, wohin das gehen könnte. Und das finde ich richtig gut. Leider ist es, wie gesagt, vor ihm das Projekt. Ich hoffe, ja, dass vielleicht eines Tages das so gut läuft, dass er davon richtig viele, sag ich mal, Alternativen gibt, wo wir dann zwar auch im Krypto-Café sowas machen könnten. Ne? Aber nicht nur für mich, sondern für alle, die sich bei Krypto-Café involvieren wollen. Wie gesagt, da habe ich in der Zeit, wo ich in China war, auch einiges dran, sag ich mal, an Gedanken reingesteckt, was man da machen könnte. Und lege ich euch einfach mal da als Empfehlung und kommen wir zum nächsten. Wir haben eine große Sache, ja, und es ist so groß, dass sie innerhalb
kürzester Zeit, ich glaube 60 oder 80 Milliarden, ja, an Dollar von den Banken abgezogen haben. Und das in einer Zeit, ja, wo das Geld sowieso von den kleinen Banken verschwindet, ne, weil die ganzen Leute sagen, hey, warum soll ich, ne, 0,1% oder gar keinen Zinsen bekommen bei einer kleinen Bank, ja, wo erstens mein Geld noch nicht mal sicher ist und zweitens ich keinen Zinsen drauf bekomme, ja, dann lege ich doch lieber das Geld bei den Großen hin oder steckt es einfach in irgendwelche Money Market Funds, ja, und da bekomme ich 4 oder 4,5%. Und da hat sich Apple gedacht, und ich denke, das ist auch nicht auf die Stelle, sondern schon sehr, sehr lange geplant, im Gegensatz zu Facebook und Meta, wie die heißen, die in VR ihr Geld rein verplempern oder die anderen, ja, die wie Microsoft, die immer noch AI hinterherjagen, auch wenn es eine gute Sache ist, aber sehr, sehr lange dauert, haben die hier was gelauncht, ja, nämlich Apple Savings nennt sich das, ja, super einfach gemacht, so wie man von Apple kennt, leider bei uns noch nicht verfügbar, sondern nur in den USA. Und man bekommt kompromisslos, ja, 4,15% an Zinsen. 4,15%, ja, das ist zwar immer noch ein bisschen unter dem, was man theoretisch beim Money Market Fund bekommen könnte, aber das ist halt super einfachen Zugang, ja, wenn man sich überlegt, wie viele Leute natürlich bei Apple unterwegs sind, ja, und man sagt, ne, die sind auch nicht mehr weit davon, eine eigene Bank zu haben. Das Ganze aktuell arbeitet immer noch mit Goldman Sachs im Hintergrund, und das Witzigste an der ganzen Sache ist, ja, es gibt sehr viele kleine Banken, die auch genau nach demselben Prinzip mit Goldman Sachs zusammenarbeiten. Also nämlich Goldman Sachs im Hintergrund und die kleinen Banken im Vordergrund. Ja. Und die geben 0,01% Zinsen, während Apple jetzt 4,15 gibt. Ja. Und da kann man sehen, was die auch für Verhandlungsmacht haben, nämlich mit Goldman Sachs sowas auszuhandeln. Ja. Ich denke, die werden die 4,15 sicherlich nicht aus eigener Tasche ausgeben. Und ich denke, da fällt noch einiges an Gewinn ab, sowohl für Apple als auch für Goldman Sachs. Ne. Und wie gesagt, 60, 80 Milliarden auf einen Schlag, ja, von den anderen Banken abgezogen, wären mitten in der Bankenkrise natürlich. Und kommen wir zum nächsten. Wir haben eine Aufstellung der größten 5 Tage, wo die Volumen war. Ja, es gab natürlich auch hier so einen Unbekannten, ja, aber die größten 5 sind zumindest bekannt gewesen. Und hier seht ihr USDC, DPEC, das sind die Tage mit den höchsten Umsätze. Ja. Und wir haben China, ja, Banned Bitcoin 2021, das war im Mai gewesen, da war ich da, das war kurz nach meinem Start meines Kanals gewesen. Wir haben Terra Luna Kollaps, natürlich, ja, da ist viel Geld, ne, hin und her geschoben worden, auf den großen Chains auch. Und wir haben Bärenmarkt Beginn Ende 21, das war kurz bevor natürlich die Zinserhöhung kam und mittlerweile schon im Raum standen, ja, und da Bitcoin auch mitten eines Tages über 20% gefallen ist. Und der letzte, größte natürlich FTX Kollaps Ende letzten Jahres. Und das sind natürlich die Tage mit dem höchsten DEX-Volumen. DEX-Volumen bedeutet natürlich dann auch mal, dass die Liquidität-Provider an der Stelle das meiste absahmen könnten, ja, wenn man sich richtig positioniert. Und das sind zum Beispiel typische Sachen, die ich in meinen Coachings, ja, die ich so seit einiger Zeit mache, die ich hier nochmal bewerben möchte, wenn ihr für euch was Gutes tun wollt, ja, nämlich nicht einfach irgendwelchen Trading-Tipps oder sonst was abgreifen, die man überall in Büchern lesen wollt, sondern tatsächlich Erfahrungen von mir, ja, was ich zum Beispiel bei den ganzen Liquidität-Providing im normalen Pools, in konzentrierten Pools und alles Mögliche und einfach nur Fragen und Antworten für euch, ja, eine halbe Stunde, sowas in der Art, dann könnt ihr das persönlich bei mir buchen, entweder einfach auf meine Seite cryptotainer.de gehen oder mich persönlich per E-Mail, Twitter oder im Discord anschreiben, ja. Und wir passen entsprechend die Inhalte auch für euch individuell an, was ihr wollt. Und ja, nichts zu vernachlässigen, natürlich auch alles außerhalb Krypto, nämlich diese ganze AI-Geschichte. Ja. Das ist natürlich nur eine Testphase, aber man kann schon sehen, wohin das Ganze gehen wird. Ja. Wir haben hier eine 3D-Szenerie, wie im typischen Spiel. Ja. Und man kann hier mit einfach Strichmalerei plus Eingabe, Texteingabe, was es sein sollte, der AI sagen, und die AI generiert sofort, ja, auf in Realtime nehme ich das Bild oder das 3D-Objekt in dem Raum, was es sein sollte, ja, und man sieht ja hier, ja, das sind echte 3D-Objekte, die sofort generiert wird, und das ist nur die allererste Iteration, ja, und kommen wir zum nächsten, das ist nämlich diese Nerf-Geschichte, ne? Und das sieht, wenn man sich das genau anguckt, ja, man sieht einzelne Fehler, wie zum Beispiel eben bei der, ne, Küchenblende, diese Reflexion, ja, die sind ein bisschen roh, ja, was da für Glas angeht, aber wenn man nicht ganz genau hinguckt, man könnte denken, das wäre eine 3D-Drohnenflug, ja, durch das Wohnzimmer und dann noch im Garten, aber tatsächlich ist es einfach nur mit
mit einem iPhone, ja, in 2D aufgenommenen Bilder oder Fotos, ja, wenn man diese Maschine, das Nerf-Geschichte, da genügt damit füttert, kann es daraus eine komplette 3D-Szenerie generieren. Und das ist richtig Wahnsinn. Und kommen wir zum nächsten. Das ist von Adobe, ja. Adobe, Nvidia, das ist tatsächlich von Nvidia. Von Adobe gibt es aber auch sowas in der Art, habe ich gestern gelesen. Nämlich Text-to-Speech, ja. Und das heißt, man gibt einfach ein, was es sein sollte. In diesem Fall heißt es Stormtrooper Valkyrie Beach, ja, also ein Stormtrooper, der auf dem Strand praktisch Staubsaugen betreibt, und das generiert automatisch dieses kleine, ja, Snippet von Video oder Film heraus. Ja, es ist nicht ganz perfekt, man sieht hier einigen Fehler im ganzen Video, aber wenn man, bedenkt, das ist wie ein, ja, 5 Monate, 6 Monate altes Baby, was schon krabbeln kann, aber noch sonst nichts anderes. Ja. Aber stellt euch vor, in 1-2 Jahren, wo das sein könnte, und diese ganzen Hollywood-Geschichten, die teilweise 100 Millionen für irgendwelche Computer-3D-generierten Szenarios machen würden, das wird sowas von runtergehen, die ganzen Kosten in den nächsten Jahren. Da wird einiges noch an neue Sachen auf uns zukommen, durch diese ganze AI-Entwicklung und so weiter. Und das war's auch schon. Ja, heute Morgen als kurze News, erstes Mal wieder nach dem Urlaub, und ich bedanke mich bei euch allen, die dabei waren und gewartet haben und auch fleißig weiterhin im Discord gepostet haben, und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist G. Ciao, ciao.